Good evening and welcome. Thank you all very much for being here on this wonderful Monday evening, so close to the reviews and the end of the semester, so we're really appreciative. It's an incredible treat to be able to have Peter Merkley here with us tonight, and I think it's even a very special honor that Peter is here with his family, Elizabeth and Anna, that have come from Zurich. I've been trying to get Peter to come and give a talk for a few years, and it's really wonderful that he's here. I could say a lot about him, and I won't, but we have been friends and collaborating, and it was a wonderful thing for me to be able to work with Peter on his first book, publication called Approximations, which happened now about 15 or 16 years ago. And I think it took us quite some time to get to the point of having the book. And of course, since then, we've had many other encounters and conversations about other projects, which we also hope that there would be some other publications that will be happening. In addition to that book, Approximations, Peter has also had a number of recent publications, one on drawings and another monograph about his work called Everything One Invents is True, which was published last year and is, in a sense, a sort of companion publication to the book Approximations that was done in 2002. Why call the book Approximations? I mean, in a way, in short, part of the reason is because the way in which Peter Merkley works is always, in a sense, trying to approach some version, if you like, of the concept of the ideal of ideality and deliberately not achieving it, not to try and do things that essentially are perfect. So the concept of approximating the ideal and the notion of approximation itself was a very important, in a way, phenomenon to use as a reference point for the book. The other thing that will probably become quite apparent in the presentation is that from the very beginning, of his training, thinking, and practice, Peter has had a number of very specific reference points where he lived, where he studied, who he studied with. And I think from that early stage, two figures, one Rudolfo Olgiati, the father of Valerio Olgiati, that many of you know, and a sculptor called Hans Josefsson that he will show, were, in a sense, two reference points between architecture and sculpture. And the materiality of the work of Hans Josefsson is obviously a very important presence in his work. The other thing is really the constant reference to history and the way in which history is very present in the project of contemporary architecture. And this is something that many of us have been discussing about the relevance of history and the manner in which we might be able to refer or utilize or make history something that is present. But it's very difficult to speak about those things and for you to imagine Peter's practice as something which in some form or fashion is conventional, because it isn't. I think that his practice is very unconventional by contemporary standards. And I want to just read you a few lines from, because I was just sort of going through the book that we did, and I did in 2002, and just for you to capture something of the method of work, because Peter basically works by himself, even though he has an office, which is an office that realizes his work and his production, but he himself works alone. So in the context of an institution, when someone like me constantly talks about collaboration, he's someone who's really, in some ways, very much working as an artist
in a studio producing work, not in constant communication with others. So maybe these few lines will give you a sense. It's a longer piece, so I won't read it, but just because of this is the way that the book Approximation starts about Peter's work. It starts with a quote from Paul Cézanne to Charles Camoens in 1902, where he says, "I have little to tell you. Indeed, one says more and perhaps better things about painting when facing the motif than when discussing purely speculative theories in which, as often as not, one loses oneself." Like Cézanne, Peter Merkley also believes that one can say better things about one's work when facing it, addressing it directly. Perhaps that is why, despite a highly articulate formulation of his ideas, he has spoken little during a 20-year professional career that has produced some apparently simple yet remarkable buildings. Even by the usually reticent standards of Swiss architects, Merkley has been more self-reflective than most. He spends long periods thinking through every aspect of his projects from inception to realization, yet he has not previously documented his work in a systematic fashion. This publication will hopefully go some way towards remedying that in that intentional neglect. In many respects, Merkley works in self-imposed exile from the normal conventions of running a practice. He works alone, and the studio where he spends most of the time developing the initial drawings and models for projects is in an anonymous, rundown courtyard building close to the periphery of Zurich. That's how it used to be. That area has become much more fashionable now in Zurich, so in the last 15 years. But I'm saying these things just for you to get a flavor of the circumstance, the environment, the kind of conditions that an architect uses in order to find the productive conditions for his work, and the way in which he oscillates constantly between drawing in a very direct way, and how those drawings then become really part of a material of a building, an office building, an institutional building, and so on. It's a really incredible dedication and devotion to architectural practice. There's a lot more to say, but we should really hear from Peter Merkley. And as you know, we have someone in San Francisco who's doing this simultaneous translation for us. It's a first for us. So with best wishes to Peter Merkley, would you please welcome Peter? Thank you. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Vortrag. Für mich war mein Beruf Baukunst, und das würde bedeuten, dass das meine Sprache wurde. Baukunst heißt, dass man versucht, mit seinem Beruf, in diesem Fall eben die Baukunst, es gibt auch Maler, Filmer, Schriftsteller und so weiter, dass man versucht, seine Ansicht zur Welt mit den Bauten auszudrücken. Das ist ein ganz frühes Haus, das ich gebaut habe. Sie sehen, es ist ein Doppelhaus. Ich war da ganz jung. Ich hatte eine Sprache, aber die Sprache war sehr limitiert noch, weil ich ja sehr jung war. Ich hatte natürlich keine kleine limitierte Empfindung, sondern die Empfindung, die bekommen Sie ja mit, ohne dass Sie eine Bildung dazu brauchen. Die Leidenschaft war groß in dieser Zeit, und Leidenschaft, Empfindung, und die Sprache war kleiner. Und das war das Haus, das ich gebaut habe für zwei Familien. Und was mich immer interessiert war, dass das Gebäude eine Stimmung hatte, eine Ausstrahlung, die die Menschen nobilitiert oder die die Menschen
den Menschen so etwas wie eine Würde zu vergeben mag. Das ist der Sinn unseres Berufes, sei es im einzelnen Gebäude oder sei es im Städtebau. Next, please. Next, please. Der Grund ist die zwei Familien, also die zwei Wohnungen. Dann hat es hier diese kreisrunden Elemente, die zum Beispiel meine Studenten an der ETH weggelassen haben. Im Aufriss sind das sogenannte Säulen. Und im Grunde genommen, wenn die Architekten heute die Säulen weglassen, ist das natürlich legitim, aber sie müssen natürlich unbedingt und genau erklären können, warum sie dieses Element weglassen. Unser Beruf ist ein alter Beruf und die Säule war in unserem Beruf das teuerste Element, das man haben konnte. Und sie müssen das selbst verantworten, ob sie gewisse sprachliche Elemente der Baukunst weglassen oder eben wiedergewinnen. Man muss es wieder zurückgewinnen, weil die klassische Moderne nicht für die ganze Zukunft entscheidend ist. Die klassische Moderne muss heute auch kritisch betrachtet werden. Und dann das nächste bitte. In der Mitte hat es diese doppelgeschossige Halle. Next, please. Der Innenraum. Next, please. Und dann noch ein Foto von außen. Sie sehen, es fehlt hier ein Kapitell. Nächstes. Und wie ich zu dieser Gestalt gekommen bin, möchte ich an diesen drei Bildern erklären. Rudolf Olszaty wurde schon erwähnt. Und als ich ihn ganz jung besuchte, das erste Mal haben wir über diese Stelle hauptsächlich gesprochen. Diese Stelle ist ein Ort, wo sehr viel investiert wurde. Es heißt Kapitell. Und Rudolf Olszaty hat in diesen landschaftlichen Gebieten gebaut und diese archaischen Säulen. Und beim Kapitell hat er gesagt, er hätte nichts weiter da als ein kleines Auflageminnen und dann dieser Zwischenraum zwischen Horizontalen und der Säule. Und dieser Zwischenraum bildet Schatten. Das heißt, die Horizontale, die schwebt über diesen Säulen. Und jedes Kapitell, das je gebaut wurde, hat dieselbe Funktion. Es hat Blätter an Kapitellen und so weiter, es hat tektonische Gebilde, das immer Schatten produziert wird. Oder wenn auf dem Kapitell ein Blatt dargestellt wird, dann ist ja das Element, das am wenigsten tragen kann von einem Baum. Das heißt, Baukunst bedeutet nicht zu zeigen, wie schwer es oben ist, die Last, sondern man formuliert andere Inhalte und versucht, das, die Lastabtragung zu abstrahieren, das heißt zu entmaterialisieren. Das habe ich hier verwendet, diese Säule von Rudolf Olszaty. Für das ganze Haus war aber diese romanische Kirche in Italien das so quasi das Vorbild. Und Sie sehen, solche Elemente wurden hier so übernommen. Und zusammen mit diesen Säulen hat es diese Gestalt gegeben. Next, please. Next, please. Meusen hat ja schon gesagt, dass ich auch während dem Studium den Bildhauer Hans Josefsson kennenlernte. Und wir haben dann vielfach über die Situation gesprochen mit Kunst im öffentlichen Baum oder diese großen Museen. Damals wurde Paris gebaut mit der Pyramide und das Louvre wurde immer größer. Und dann haben wir so quasi so fantastisch miteinander gesprochen, wir könnten ja mal ein Gebäude bauen, spezifisch für seine Arbeit und ganz dezentral in der Schweiz. Und das wurde dann im Tessin realisiert, an der Linie zwischen
den Norden der Alpen und dem Süden, die Gotthardlinie, nächstes. Also das Gebäude ist hier, das ist eine kleine Ortschaft. Es hat hier eine sehr schöne romanische Kirche und alte Brücken über den Fluss. Das Gebäude ist unverbaubar in dieser Situation zwischen Fluss und Straße. Nächstes, bitte. Next, please. Das Gebäude hat eine Gestalt und die Gestalt wurde so erarbeitet, dass Sie hier alle diese Spuren der Arbeit sehen. Das sind die Seitenansichten. Josephson-Skulpturen waren geeignet, um in Reihen aufzustellen, zu zeigen. Wir haben zwei Typologien seiner Arbeit ausgesucht, das Relief und die Halbfiguren. Und das Gebäude würde ganz sicher nicht funktionieren, um die Arbeit von Alberto Giacometti zu zeigen, weil er braucht rund um seine Figuren herum Raum. Die Höhe ist weniger entscheidend. Ich hatte beide Bildhauer, haben mich immer sehr beeindruckt. Und dieses Gebäude wurde, so wie vorher gesagt, spezifisch für diese Halbfiguren und die Reliefs gebaut. Und was ich unter Baukunst verstehe und Arbeit verstehe, zeigt sich vor allem auch hier. Die Idee ist diese Seitenansicht von diesem Gebäude. Die Frage war bei der Arbeit, kann dieser schmale Teil, der tiefe Teil und der Teil, können die Teile zusammenwirken, obwohl sie so verschieden waren, dass es ein Gesamtes gibt. Und das sind sogenannte Arbeitsspuren. Das ist ungefähr dasselbe, wie wenn ein Schriftsteller beginnt, ein Komma zu streichen, am Schluss ist die ganze Seite gestrichen. Nächstes. Man sieht dann die Variationen. Baukunst heißt, oder eine Idee haben von einem Projekt heißt nicht, dass man Varianten sucht, die zueinander komplett verschieden sind, sondern dass man innerhalb der Idee Dinge untersucht, Variationen. Nächstes. So ungefähr wurde es dann gebaut und da hat das Dach, das Sie dann sehen, eingesetzt, wo das Licht einfällt. Nächstes. Der Querschnitt, das Oblicht asymmetrisch aufgesetzt. Nächstes. Der Grundrissplan, ein sehr einfacher Plan. Für mich ist das immer eine Frage, was Sie unter Fantasie verstehen, was Sie unter Sprache verstehen. Gibt es in Sprachen, also auch die Baukunst ist eine Sprache, gibt es Abmachungen unter den Menschen, damit sie kommunizieren können? Oder werden Sprachen privatisiert, dass der Nächste das nicht mehr verstehen kann? Die Baukunst entsteht so, dass man zwingend in Verbindung mit den Vergangenheiten, diesen unendlich vielen Vergangenheit stehen muss, in irgendeiner Art und Weise. Sie können sich nicht selbst erfinden. Und all das, was Sie machen, muss aufgrund der neuen Voraussetzungen einer Gegenwart oder Zukunft frisch und neu erscheinen, aber nie losgelöst von den Alten. Und bei den Alten, bei diesen unendlich vielen Vergangenheiten, können wir uns bilden und für die Zukunft bauen wir. Und links und rechts schauen oder modisch sein, das ist eine ganz andere Frage. Und das müssen Sie ja für sich selbst immer entscheiden. Der Grundriss, die Öffnung asymmetrisch, ein leichter Körper, wo man einsteigt, dann Schwellen, um durchzugehen und dann diese Kammern für die Bewegungsführung. Und diese einfache Grundfigur, die bildet hier entschiedene Räume, wo dann auch hauptsächlich die Skulpturen ausgestellt sind. Und da ist der einzige Raum, weil er kürzer ist in den Proportionen, die beiden sind genau gleich lang, hängen auch hier Reliefs. Und das Asymmetrische hängt von der Situation ab, weil das Gebäude relativ weit von dem Weg steht und das bindet das Gebäude wieder an den Weg zurück.
Die Zugangstüre ist abgewendet vom Dorf. Das werden Sie alles noch sehen. Ein Einkaufsgebäude hätte den Zugang hier. Und diese leichte Bemerkung, dass der Grundriss so einfach und klar ist, wird Ihnen in dem Räumlichen zeigen, wie unterschiedlich jede Seite ist. Und meine Frage ist immer, wenn wir über Sprachen sprechen und über Baukunst sprechen, wenn ich persönlich um ein Gebäude von Frank Gehry zum Beispiel gehe, hat es ganz verschiedene Seiten oder sind alle Seiten mehr oder weniger ähnlich? Und hat dieser einfache Plan unterschiedlichere Seiten als das vermeintlich reiche oder fantasievolle Gebäude von Gehry? Das ist die andere Frage, die eine Frage. Und die andere Frage ist auch, und das sage ich extra, ich bin ja von weit gekommen, wenn ich eine Sprache zum Beispiel erkläre als Dekonstruktivismus, interessiert es mich, ob die Dekonstruktivisten den Boden horizontal bauen oder nicht horizontal bauen. Und die Sprache, die ist natürlich nicht komplett, wenn ich den Boden plötzlich aus unterschiedlichen Gründen horizontal bauen muss. Und bei den ganzen Umhüllungen, bei all diesen Akten kann ich die Sprache verlassen. Und ich habe noch keinen Dekonstruktivisten getroffen, der schräg im Bett liegt oder sein Essen von einem schräg stehenden Tisch heraus einnimmt. Und das sind diese Fragen, die Sie als junge Menschen stellen müssen, an alle Angebote, die Sie heute zur Verfügung haben. Wohin wollen Sie selbst gehen für sich? Was ist architektonische Sprache? Nächstes. Next, please. Der Schnitt, die unterschiedlich hohen Räume. Next. Und so kommt man vom Dorf zu diesem Gebäude, das ausgerichtet ist in dieser Tallandschaft, mit dem Oblicht, ganz einfach konstruiert, mit einer Platte, lichtdurchlässigen Platte, die mit japanischen Folien auch gebaut wird und die absolut diffuses Licht ins Gebäude einfügt und überhaupt keine Schattenwirkungen. Nächstes. Nächstes. Hier ist dieser schmale Zugang. Man muss den Schlüssel in der Osterie im Dorf holen und kann dann da hineingehen, das öffnen und diese Dinge anschauen. Nächstes. Nächstes. Ah, Entschuldigung. Can you go back one? Ja. Das war die Zeichnung. Das war die Idee. Und diese Idee, die ist natürlich nicht weit von dem weg, was gebaut wurde. Nächstes. Das sind frühe Arbeiten von Josef Sohn in 50er Jahren gemacht, mit Zeichen, also in Anführungszeichen abstrakte Reliefs, aufgrund der Situation, die damals herrschte für ihn. Nächstes. Dann der tiefe Raum mit dieser Reihung von plastischen Reliefs. Und in der Schweiz heißen diese Platten Skoblit-Platten. Nächstes. Und der Raum mit den Halbfiguren, damit das funktioniert, weil sie ja auch noch auf Sockel stehen müssen, von der Wand weggerückt, wurde die Raumreaktion in der Höhe den Halbfiguren gegeben. Das war ein ziemliches Experiment, weil es kein vergleichbares Gebäude gab und das Rauminnenmaß ist mehr oder weniger 4,60 Meter. Das heißt, sehr schmal. Und normalerweise, wenn man so eine Halbfigur im Kopf hat, die zu platzieren, macht man den Raum weiter. Aber wir wollten ja, dass diese Reihung stark wird und dass es kein Arrangement in den Räumen gibt. Ein Museum hat eine andere Aufgabe ein wenig. Die muss für unterschiedliche Arbeiten eine Gültigkeit haben. Nächstes. Nächstes. Diese kleinen Kammern, damit man 90 Grad eine Bewegung dreht und überall muss man über diese Schwelle eintreten.
ein ganz rauer Beton ist da im Innern. Nächstes. Wir haben dann einen Auftrag bekommen auf einem ehemaligen Militärgelände, einem größeren in der Schweiz, an einem Fluss mit dem Namen Aare, ein neues Headquarter zu bauen für die Synthes-Firmen, die mittlerweile von Johnson gekauft wurde. Und dieses Gebäude ist dazu da, dass dort drinnen für alle diese Knochenbrüche chirurgische Teile entwickelt werden, die so Platten und weiß nicht was für Schrauben und so weiter, um alle diese Knochenbrüche wieder zu heilen. Nächstes. Das ist diese ehemalige Kaserne. Dieses Gebäude war unter Denkmalschutz. Next, please. Die Situation städtebaulich ist an dem Fluss gelegen, außerhalb der Stadt Solothurn. Das ist eine barocke Stadt. Und wir haben dieses Gebäude entworfen im Zusammenhang mit dieser barocken Stadt. Das Zeughaus, das erhalten werden musste, dieses lange Gebäude, sind prinzipiell die Situationen. Zwischen diesen beiden ist ein Raum entstanden, den ich als Parkraum bezeichnen würde, aber auch als Parkierungsraum. Der Bauherr wollte eine Tiefgarage haben, es sind sehr viele Autos, 500 Autos, und wir haben gesagt, da kann man keine Tiefgarage bauen, sondern wir möchten Park und Parkierung zusammenfügen und zusammenlegen. Damit dieses Gebäude hier, dieses langgestreckte Gebäude, eine entsprechende Figur bekommt, haben wir das Zeughaus erweitert mit Parkdecks. So gibt es hier ein langgestrecktes Gebäude und hier ein langgestrecktes Gebäude. Und von hier führt eine Rampe ins Areal. Alles ist ursprünglich öffentlich gedacht. Nächstes. Das sind die Zeichnungen, also die Skizzen, die vogelperspektivischen Skizzen unterscheiden sich zu den Zeichnungen. Die Zeichnungen, die ich mache, die sind Sprachuntersuchen für die Gestalt vom Haus. Die sind immer zweidimensional und kleiner. Und diese Skizzen, die fangen dann so unterschiedliche Dinge ein, einer städtischen Situation oder eben hier mit dem Fluss und der Straße. Das Gebäude war am Anfang in der Mitte vom Areal platziert, und mit der Zeit wurde es immer schrittweise, nicht direkt, mehr zu diesem Fluss hin gesetzt, damit hier ein städtebaulicher Raum entsteht zwischen dem bestehenden Zeughaus und dem neuen Gebäude. Next. Ein großer Teil der Arbeit, den ich mache und den ich sehr liebe, ist eigentlich diese Suche nach einer Vorstellung für ein gegebenes Raumprogramm, das wir übersetzen oder anders formuliert transzendieren müssen in etwas, das nachher die Funktionen natürlich erfüllt, das ist klar, aber das ist noch keine Baukunst, sondern das eine Stimmung hat und eben über die Funktion den Menschen in seiner Seele noch erreichen kann. Und diese Zeichnungen, diese Ideen, die sind immer auf so kleineren Papieren, halbes A4 oder so gezeichnet. Da geht es um das Wesentliche und nicht um die Details. Und Sie sehen hier das Zeughaus im Grunde, ist dann die Parkdecks und da diese vertikalen Elemente und das lange Gebäude. Die Zufahrt, der Fluss. Das ist sehr ökonomisch in den Mitteln. Und ich empfehle Ihnen, dass Sie das Zeichnen unbedingt nicht vergessen dürfen. Über all diesen Angeboten, die wir heute haben. Und ökonomisch heißt,
ich kann das hier tragen, hier drinnen und überall auch im Café kann ich das aufnotieren oder liegend im Bett. Und übrigens ist Kunst generell sehr ökonomisch und immer sehr darauf aus, mit einem Element verschiedene Dinge zu sagen. Wenn Kunst oder wenn ein Bau überflüssige Teile an sich trägt, ist das keine Baukunst. Das heißt, wir müssen schauen, was wir brauchen, um unsere Gefühle auszudrücken. Und alles, was zu viel ist, das müssen Sie untersuchen, das müssen Sie unbedingt weglassen. Und das ist die große Kunst. Das zu viel ist nicht die Kunst, sondern wissen, was ist präzis und was drückt genau im Moment meine Fähigkeiten aus, meine Möglichkeiten und was drückt im Moment ist das Programm aus. Nächstes. So Zeichnungen, hier ist das Zeughaus im Grundriss und das ist eine Zeichnung in der Ansicht. Sie sehen hohes Dachrand wie ein Architrav und dann diese Supervertikalen. Nächstes. Da ist das Projekt gezeichnet, das Zeughaus mit den Parkdecks und mit einem Stein appliziert am Parkdeck, das aus Beton gebaut ist. Und das ist derselbe Stein, wie die Barockstadt gebaut wurde und wie dieses Zeughaus im Sockel und in den Ecken betont wird. Und auch beim neuen Gebäude wurde dieses Material der Stadt und vom Zeughaus mit anderen Materialien zusammen verwendet. Nächstes. Der Schnitt. Nächstes. Und dann diese wunderbaren, für mich wunderbaren Arbeiten, wo es einfach Punkte hat. Nichts als Punkte. Und diese Punkte können manchmal ein architektonisches Element bedeuten oder sie können auch ein Baum bedeuten. Nächstes. Und dann, wenn man es dann in der Diagonale durchschaut, entstehen diese unfassbar komplexen Raumgebilde. Nächstes. Das Erdgeschoss von diesem Gebäude, das ist das Parkgeschoss mit den Bäumen und den Parkplätzen, Parkdecks. Und das Erdgeschoss ist so aufgebaut, dass es einen Zugang in den Hof hat, eine Anlieferung für die Schlosserei in diesem Teil und fürs ganze Haus. Und hier ist ein repräsentativer Zugang. Es gibt keine einzige Abtrennung zwischen den verschiedenen Funktionen, sondern nur über gewisse Ausgestaltungen mit Materialien oder von Treppenläufen und Geländen sieht man, dass man von hier nach da kommt oder umgekehrt. Es beginnt mit einer Rezeption, einem informellen Auditorium, dann hat es Küche, Free-Flow-Anlage und so weiter. Dann hat es dieses Auditorium, dann ein Practical Exercise Room und dann die Schlosserei. Der Boulevard, so haben wir das genannt, ist asymmetrisch gelegen entlang dem Fluss. Nächstes. Next, please. In den oberen Geschossen haben wir so Büroateliers vorgeschlagen. Das ist der Boulevard, liegt dann in der Mitte und das ist die eigentliche Kommunikationsfläche. Der ist sehr breit, hat das dazwischen überall Teeküchen und man kann dann so große Ateliertische stellen oder einzelne Büroräume machen. Nächstes. Wie kommt man dann zu einer Gestalt? Und ich bin der Meinung, dass Sie kaum, wenn Sie einen Auftrag haben, gerade auch noch die Gestalt zeichnen können. Ich glaube, die Geschichte von unserem Beruf geht umgekehrt, dass man sich jeden Tag vorbereitet auf etwas und dann so quasi wie einen Sprachschatz hat, auf dem man dann ein Projekt, mit dem man dann ein Projekt bearbeitet. Das ist eine kleine Skizze und die Skizze ist total wichtig für mich, weil bei diesen Skizzen können feststehende Dinge, wenn man sie 100-mal zeichnen, plötzlich nicht mehr feststehend sein. Und
Ein Beispiel gibt es in der Mathematik. Es gibt eine Formel oder man kann ableiten zur Formel. Und die Ableitung hat immer wieder, wenn man die Formel nicht kennt und dafür die Ableitung macht, hat immer wieder Leute darauf gebracht, dass irgendwo ein Weg frei wird, wo etwas noch übersehen wurde oder wo man noch etwas denken könnte. Und Zeichnungen über ein Thema sind genau dasselbe. Sie haben hier diese Verballungen hier, diese schwarzen Punkte. Im Grunde meint die Skizze, dass das Kapitell und die Basis vom nächsten vertikalen Element zusammenfallen auf einen Punkt. Sie kennen alle diese klassischen Ordnungen, aber das ist was Neues. Nächstes. Und ich habe dann mehrere Skizzen gemacht. Hier sehen Sie auch, das Kapitell ist an der Horizontale und die Basis fängt auch mit dem gleichen Thema an. Das sind kleine Reliefs von Josephson, wo auch an der Basis eines ist. Und das leitet das Auge optisch sehr stark auf diese Horizontale. Nächstes. Das sind dann in der Folgeerscheinung so Kreuzungspunkte zwischen vertikalen und horizontalen, sogenannte Knotenzeichnungen. Nächstes. Nächstes. Da ist alles auf der Horizontale. Nächstes. 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 Und das haben wir für einen Wettbewerb abgegeben, dieses Blatt. Sie sehen, die Alten haben das so gesehen, Kapitell, Horizontale, Neuanfang mit der Basis oder Rutschelei mit diesen Pilastern, diesen Pfeilern. Immer wieder ein wenig ein anderes Thema hier als hier. Und wir haben dann all das da, was Sie hier sehen und was Sie hier sehen, wurde hier in einem Knoten zusammengefasst. Das ist die Folge von diesen Zeichnungen zuerst einmal. Nächstes. Das Element bei diesem Bau, das Vertikale, dieses Element, die Vertikale wurde dann noch aufgeritzt und der Knoten blieb ganz klar, dieses Volumen. Nächstes. Die Parkdecke, das ist Betonarbeit. Und wenn man alles verkleidet mit dem Stein, kostet das mehr. Und wir haben Applikationen gemacht und immer wieder Flächen freigelassen. Und diese Zwischenräume hier, die sind entstanden, weil der Unternehmer zwingend hier eine Kittfuge machen möchte. Und wir gesagt haben, das kommt nicht in Frage. Und so haben wir einen großen Zwischenraum, eine sogenannte Leere gebaut. Nächstes. Das Material von diesem Zeughaus und dann diese Applikation an diese Figur, nur mit diesen, auf diesen Betonkonstruktion. Und der Boden war eine Wildpflasterung. Nächstes. Die Pfeiler, die Kolossalordnung, die auch große Abstände hat, die mit dem Tal. Ich habe gesagt, das Haus oder das neue Gebäude ist in diesem großen Landschaftsraum situiert. Die Spannweiten sind enorm und was wir als sogenannte Fassade verstanden haben, ist nicht das allein, sondern in Zusammenschau das und zurückliegend dieses Teil, das bildet im Grunde genommen die Erscheinung dieser ganzen Fassade. Diese Kolossalordnung wird mit einem Knoten wieder ans Terrain zurückgebunden. Ob das allenfalls ein Restbetrag eines klassischen Sockelgeschoss ist oder in ihnen evoziert, ist noch eine andere Frage. Und in diesem Teil drinnen wird dann auf der Maßstab der Menschen, die da drinnen arbeiten und auf räumliche Situationen eingegangen. Diese furchigen Teile hier in diesen Elementen, die wurden mit Weiß, einem kalten Weiß gestrichen, aber nicht in die Tiefe, sondern nur an der Oberfläche, somit, damit das Grau durchschimmern kann. Nächstes. Next, please. Next, please.
sehen, dieser Knoten da und dieses Teil, das dann so bis oben unter diesen vorher besprochenen Architrav für nächstes. Die Zugangshalle, das mit der Haupttreppe auf dieser Seite, die sehr luftig in einem großen, hellen Atrium gebaut ist. Next. Next. Und dann diese Eckräume in diesem Kopfteil vom Gebäude, wo es immer diese sogenannten Meetingsräume hatte. Und ich wurde gebildet nicht nur über Architektur, sondern meine Freunde waren auch bildende Künstler. Und so habe ich schon mit jung immer Museen besucht, so viel wie Häuser. Ich habe Malerei gekannt, ich habe Bildhauerei gekannt. Und ich komme mit der heutigen Anforderung beim Bau ohne Schwierigkeiten durch diese neue Situation und ohne Schwierigkeiten, das heißt nicht ohne Anstrengung, aber ohne Schwierigkeiten, weil ich ganz viele sprachliche Möglichkeiten nicht in der Architektur entdeckt habe für unsere Baukunst, sondern in der Malerei und in der Bildhauerei. In der Bildhauerei wegen dem Fügen und in der Malerei natürlich hier. Das ist so fast eine All-Over-Wand. Das ist ein Kieselwurf, nur die Hälfte vom Material auf grauem Untergrund und so schimmert immer das Grau durch. Next. Das ist der Teil, wo die Schlosserei ist. Next. Der Posttisch und die Schlosserei, alles ist immer offen und einsehbar. Next. Next, please. Und dann haben wir Vorhänge als Teil von der Kunst am Bau vorgeschlagen. Da haben dann vier ehemalige Studentinnen haben da Projektvorschläge vorgetragen. Und das sind diese von ihnen vorgeschlagenen räumlichen Vorhänge mit diesen so quasi wie Röhren gebaut. Next. 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 Auditorium da. Next. Auch so Vorhangstangen, die gebogen sind. Next. Next. Und das informelle Auditorium beim Zugang. Next. Mit diesem Stoff da und dieser Lederarbeit, um diesen Stoff dann auch zu versorgen, ins Paket zu stellen. Next. Die Büros. Next. Der Blick in den Zwischenraum, in den Platzraum hinein. Next. Zurück zu dieser Barockstadt auf der anderen Seite. Next. Und dann die Ansicht zu diesem Fluss. Es ist ein ruhiges Gebäude, ein präsentes Gebäude und next kommen wir zu einem Haus, wo zwei Musiker in Auftrag gegeben haben und sie haben von einem Raumprogramm gesprochen und dieses Haus, das war dann mein Vorschlag, wurde das Atelier, der Arbeitsplatz, war das Zentrum vom Haus und die Räume, die man gemeinhin als Wohnräume nennt, sind so wie eine dicke Brotrinde um dieses Atelier herum angeordnet. Next. Das ist die Situation mit diesen bescheidenen Gebäuden da. Schöne Landschaft übrigens. Next. Eine erste Skizze mit den Höhenlinien, Zugang und Nummer 1 ist das Atelier. Next. Dann eine Skizze, wie man da den Weg zufährt und der Zugangort und die
Fassade für diesen Zugang. Next. Und der Schnitt, es war wichtig für mich, dass es das Dach hang, nicht genau in derselben Neigung wie der Hang, und dass das Dach aber in diese Richtung geführt wird. Und dann gibt es topografisch einen Keller als Fuß, aber nicht bis da, sondern nur vorne, weil das eben Aushubmaterial sonst ist. Und next. Die Talseite, die offen ist, sehr offen, und mit diesen geschichteten, fragmentarischen Wänden, die Schatten bilden, wie beim Kapitell, also der wirft Schatten auf das. Das heißt, die eigentliche Umschließungsmauer, die hier als U-Figur so rumgeht und im Sockel hier auftaucht, wird da im Obergeschoss nicht mehr wiederholt, weil das zu hermetisch wäre. Nächstes. Das ist so eine Grundrisskizze gewesen. Hier hat es sich sehr vereinfacht. Für die Topografie hat es einen ganz leichten Klick gegeben. Auch da steht noch ein kleiner Baum, der sehr wertvoll war. Und der Zugang ist direkt ins Atelier oder hier. Dann gibt es einen schmalen Raum, Wohn-, Küche, Essraum und so weiter, ein Raum, und dann leicht die Treppe hoch der Topografie entlang in eine Toilette und ein Bad und ganz schmale Räume für die Kinder. Next. Der Plan. Next. Und dann wurde das so gebaut. In meinen Augen integriert sich das da in diese Landschaft hinein, und Sie sehen diese geschichteten Wände. Sonst ist das Thema ähnlich wie beim einem normalen Gebäude oder auch beim Haus in Chornico, das auch sehr starke Umfassungswände hat. Hier wird vor allem einfach diese Talwand aufgerissen. Das andere ist eine Intimisierung von diesem Bereich für die Nutzung in diesem Gebäude. Next, please. Ein großer Dach, eine sehr große Dachrinne. Und dann die Füllungen mit Holz zwischen diesen Betonfragmenten, diesen Betonmauern. Next. Next. Das ist ein Haus. Die Bewohner hatten ein Budget. Baukunst, das ist meine Meinung, hat mit dem Budget in den wichtigen Teilen nichts zu tun. Es ist immer die Frage, ob der Architekt mit dem Bauherren das Budget bewirtschaften kann oder nicht. Und sobald man ein Budget hat, das kleiner ist, heißt das nicht, dass man keine Baukunst betreiben kann. Und es heißt auch noch nicht automatisch, dass die Räume klein werden müssen. Aber das Hauptthema ist, die Kleinbürger in der Schweiz, die haben absolut die Vorstellung einer Konsumgesellschaft übernommen. Und was ich weiß in meiner langen Karriere, ist die Toilettenschüssel, der Wasserhahn, die goldene Türfalle wichtiger als Raum. Und das können wir natürlich nicht akzeptieren. Und diese beiden Bauherren waren vollkommen aufgeschlossen. Wir haben das Haus, ich habe das Haus gezeichnet. Aufgrund dieser Skizzen haben sie gesagt, sie hätten gerne ein Projekt. Wir sind dann zusammengekommen und dann war das Haus zu teuer. Und wir haben am Tisch mit einem Büro, das das realisiert, Punkt für Punkt durchgenommen, wo wir Geld einsparen können. Haben nicht einen Kubikmeter Raum aufgegeben. Und das Haus hat ein Bitumendach, dann hat es elektrisch im Boden und in der Decke, aber nicht an den Wänden. Und die Wände
die wurden geschützt, weil sie kein Sichtmauerwerk waren, sondern Mauerwerk, extra gesagt, nicht Sichtmauerwerk. Dann wurde das, Sie sehen es dann schon noch, wurde dann so ein bisschen gestrichen, wie bei der Synthes. Und wir haben eine Isolation angewendet, die heißt Foamglas, vielleicht kennen Sie das, ist das Schwarz, und haben diese Schwarzanteile von der Isolation alles sichtbar stehen gelassen. Das war kalkuliert. Also Ziegel, weiße Farbe, Bodensteckdosen, schwarze Isolation und einfaches Holz. Grundsätzlich keine Küche, zwei Anschlüsse für eine Küche und die Küche steht immer irgendwo anders an einem Ort. Next. Da ist jetzt die Küche hier, sie ist auf Rädern, man kann sie auch darüber stellen. Ihr habt im Plan das gesehen. Er hat jetzt hier ein Gasherd, das ist die Kochstelle. Die Ziegel sind gestrichen bis auf eine gewisse Höhe und das ist der nackte Backstein, aber ist auch wieder nicht in die Tiefe gestrichen, sondern man sieht dieses Mauerwerk, das ein bisschen rauer ist und das Grau schimmert durch. Und alle diese Dinge sind, wenn Sie Malerei kennen, total entscheidend. Das Grau vom Zement kann Bestandteil sein vom Entwurf. Das Rot vom Ziegel kann Bestandteil sein vom Entwurf. Das Schwarz der Isolation kann Bestandteil sein vom Entwurf. Und falls das alles zusammengeht, ist das ein sinnliches und schönes Haus mit einfacheren Materialien. Und ein anderes Gebäude ist ebenso schön und sinnlich mit exklusiveren Materialien. Aber beides ist unter Umständen, also nicht unter Umständen, beides kann dasselbe Niveau am Kunstanteil haben. Nächstes. Next, please. Hier sehen Sie so quasi das Mobiliar, da ist jetzt die Küche, dann die Ständerlampe und da sehen Sie den Atelierraum mit den Instrumenten, ein großer Tisch, ein Feuer, next. Das kommt dann, Arbeit und Lebensraum kommt komplett zusammen miteinander. Next. Da ist die Isolation. Zufällig hatten Sie so einen Schrank. Next. Next. Toilette, die Dusche, Bad. Und für dieses Licht da haben wir breite Rahmen bei der Türe gemacht, damit man das Elektrokabel da an dieses Licht führen kann. Das heißt, der Rahmen war, wir wussten, dass wir Rahmen machen, und da kann man das Licht da oben machen. Ein Allgemeinlicht ist das zu nennen. Das ist nicht das intime Licht, das Punktlicht. Next. Next. Next is the film, please. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben eine Videokamera in der Hand und eine Mitarbeiterin hat daraus was versucht zu machen. Das war die Premiere.
Und anschließend haben wir dann zu Nacht gegessen, alle die Zuschauer und die Musikerin. Das ist die Komponistin da, die zweitletzte. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. I hope you have some questions for Peter. There are so many issues that are raised in the work, and I'd rather we kind of devote the time to your questions. I'm always happy, as you know, to be the person asking questions. We already have a handout here. Could we get a mic here? And you can, this is yours for you. This? Yeah. Thank you so much for the lecture. I have a few questions about your relationship with Hans Josephson. So one of the work that you showed the museum for his sculpture, the proportion to me, the proportion of the sculpture with the inside of the building, the proportion of the building, they somehow match together very perfectly. And but I, because the works, the sculptures are old, they're not gonna shrink, but I wonder if you would have another museum for him of relatively new works, and the works are gonna shrink, I assume. Then, like, I'm just curious how important the dimension of the sculpture is to your building, and if the sculpture shrinks, and would you be irritated? Erstens, die Skulpturen können auf jeden Fall untereinander auch vertauscht werden. Das zweite ist, dass es Typologien sind, und die Typologien sind von 1950 bis 2000. Also es gibt Relief von 1950 und Relief von 2000. Das dritte ist das Gebäude mit der gesamten Anlage. Ist das günstigste Haus, das Sie sehen können, für 40 Skulpturen. Und die Frage ist, ob es wirksam ist oder nicht. Und wenn es wirksam ist, dann weiß ich, ich war damals gut 30 Jahre alt, oder? Weiß ich heute überhaupt nicht, wenn ich nochmals eine Möglichkeit hätte, für Hans Josephson, für den Bildhauer Josephson, einen Ort zu schaffen, wie der ausschauen würde. Das weiß ich eben nicht. Aber ich habe schon, wenn ich Ihre Frage beantworten möchte, habe ich schon Vorstellungen, wie ich Museen bauen würde. Nur verlieren wir alle diese Wettbewerbe jeweils, wenn wir sie machen, weil sie nicht konformistisch sind. Und ich wehre mich gegen, wissen Sie, Sie müssen einfach sagen, was ist brisant für die Zukunft. Das ist einfach total wichtig. Und wenn ich über Kunst spreche, dann gehört doch die Kunst grundsätzlich dem Menschen. Und ich weiß nicht, wieso, dass man Tresore baut. Wieso sind alle Museen heute so eingebunkert und kein Werk wird gezeigt nach außen? Und das ist meine große Frage. Ich kenne schon alle Versicherungsangelegenheiten und so weiter, aber trotzdem könnte man die Erscheinung nach außen hin anders
machen. Und das finde ich sehr, sehr fragwürdig, wie die Gestalten und nach außen hin und zum einfachen Publikum, wie die wirksam sind. Ich hätte das größte Interesse, einen Barnett Newman, 2 Meter von der Scheibe, wo der Bauer vorbeifährt, auszustellen am Wegrand. Und das haben wir beim Beyeler-Museum in Basel vorgeschlagen. Aber das war, die haben ja einen Barnett Newman und die haben das nicht verstanden. Genau. Und würde ich jetzt zum Beispiel ein, sagen wir nochmals für Alberto Giacometti, wäre ja auch toll, oder zum Beispiel, oder Barnett Newman wäre auch toll, es gibt viele tolle Dinge, aber würde ich nochmals für Josephson etwas bauen? Ich glaube, am meisten reizen würde mich noch weniger Geld zu brauchen, aber immer noch gleich gut zu sein. Das wäre, glaube ich, mein Ansporn für das nächste Projekt. Und Sie können eben mit diesen Bronzeskulpturen, haben Sie keine Schwierigkeiten wegen dem Raumklima. Aber es ist ja nur die Luftfeuchtigkeit, die schädlich ist bei Bildern. Wenn die Luftfeuchtigkeit nicht hoch ist, sehen Sie auch Bilder in kalten Gebäuden, in den Kirchen und überall. Was ich nicht verstanden habe, ist mit Schrumpfen. Plastik. Reduce the scale, so it's the art is dependent on the scale, right? So not shrinking, but if Josephson's sculptures are very big, if you were dealing with sculpture that was smaller scale, would the scale of art okay. the yeah. architect? Yeah, that's not the question of the size. Never, because if you will give me a sculpture like that, I will build you a circle, enormous circle, that the sculpture became very big, and you can und Sie können dabei sehr viel Geld sparen. Oder und wenn es sehr große Skulpturen gäbe von Josephson. Aber das ist eine theoretische Frage, die Sie eigentlich nicht stellen dürfen. Weil wenn Sie die Reliefs sehen und wenn Sie seine Bezüge zur menschlichen Figur sehen und so wie er arbeitet, kann er kaum, nur wenig überlebensgroße liegende Figuren und Plastiken machen. Ungefähr dasselbe wie bei Cézanne. Ich kann mir Cézanne nicht vorstellen, wenn er monumentale Gemälde gemacht hätte, da jeder Fleck. Das ist einfach in der Eigenart von dieser Arbeit. Aber ich als Architekt könnte auch auf eine sehr große Skulptur reagieren. Doch, sehr gerne. Hallo. I would like to ask you, in the way that history is important to you and context, as we saw in your lecture, how do you go about in using history and not fall in the trap of using it just as an image, but actually as the very complex thing that it is? How do you use the essence of history in your project? Thank you. Wissen Sie, da haben wir den Vorteil gegenüber den Kunsthistorikern. Wir müssen ja die Geschichte müssen wir ja mit dem Auge wahrnehmen, die uns betrifft, und nicht mit Texten. Und wir sind nicht gebunden an eine, wie soll ich sagen, Chronologie, sondern wir sind aufgefordert, aufgrund unserer Fragestellung und unseren Nöten in der Gegenwart
in der Geschichte mögliche Antworten zu finden. Und Kunst bedeutet immer, auf bestehenden Arbeitsleistungen aufzubauen und die zu transformieren in die Gegenwart und in die Zukunft. Das ist der Prozess. Und weil unsere Gegenwart in gesellschaftlichen Fragen wie auch in bauphysikalischen Fragen ganz komplett neue Fragestellungen hat, ist es unmöglich, retro zu bauen. Es ist unmöglich, weil wir ganz neue Fragestellungen haben. Und die neuen Fragestellungen, die, wenn Sie die ernst nehmen, wenn Sie die haben, und die sind nicht privat, sondern es gibt in jeder Zeit zwei, drei wichtige Fragestellungen, die werden dann souverän beantwortet, wenn man eben den Inhalt dieser Fragestellungen annimmt als Fragestellung und nicht fertige Formbilder in die Gegenwart transportiert. Sondern Form muss ich immer neu finden. Immer. Sonst ist sie nicht aktuell. Und es gibt keine Möglichkeit, die amerikanischen Expressionisten ein zweites Mal zu malen. Das ist unmöglich. Das ist in jedem Beruf unmöglich. Weil die ganz spezifische Voraussetzungen hatten, um zu ihren Werken zu kommen. Kennen Sie den Artikel, der Barnett Newman 1948 in der Zeitung The Nation geschrieben hat? Das ist ziemlich schön, was er da formuliert hat. Ich weiß gar nicht, ob ich das so aus dem Stegreif machen kann. Ich kann es ja mal versuchen. Soll ich? Also, er hat behauptet, aufgrund der historischen Situation, wo er war und die Europäer waren. Er hat ja die europäische Kunst genau gekannt. Er hat gesagt, dass die Europäer immer am Motiv und am Gegenstand festhalten und das nicht ablegen können und auch Mondrian nicht. Und die Europäer waren fähig, diese Gegenstände oder diese Motive zu transzendieren in eine spirituelle Welt. Die amerikanischen Expressionisten hätten reine Ideen. Das heißt, keine Motive und so, keine Gegenstände, sondern absolut reine Ideen. Und wenn die Europäer fähig sind, ihre Objekte und Motive in eine spirituelle Welt zu transzendieren, seien die Amerikaner fähig, ihre reine abstrakte Welt in eine real erfahrbare Welt zu transzendieren. Und, genau. Und Sie als Architekt müssen die Aufgabe, irgendein Programm, das ist immer trocken, so viel Quadratmeter und so weiter, müssen fähig sein, dieses Programm ohne zu jammern, weil das Budget nicht reicht und weil es viel Haustechnik gibt und weil es dauernd Parasiten hat da mit den elektrischen Brandmeldern und so weiter und weil die Handwerker nichts mehr können. Sie dürfen müssen ohne zu jammern, wenn sie Architekt sein wollen, dieses trockene Programm in eine sinnlich erfahrbare Welt zu transformieren. Das ist ihre Aufgabe, einfach gesagt. Das ist die Aufgabe. Und dann kommen Sie zu Ihrer Sprache. Das heißt, wir können in der Geschichte subjektiv aussuchen, wir müssen nicht uns an die Reihenfolge halten. Das heißt, Ägypten, Renaissance zum Beispiel, ist Ägypten viele tausend Jahre zurück, Renaissance 500 Jahre zurück, sind für mich aktueller. Viel aktueller, ich könnte jetzt da zwei Stunden sprechen darüber, viel aktueller als die klassische Moderne, die junge Vergangenheit. Weil die uns und mir viel mehr Stoff in die Hände gibt, um unsere Fragestellungen bearbeiten zu können.
Hi there. Oh, I'm here. Thank you for your lecture. I was hoping that you could expand a bit upon the way that materiality and budget, which you spoke about both multiple times in the lecture, both inform the way that you design and how you approach a project. Ich kann eben nur darüber auf diese Art und Weise sprechen, dass, weil ich sehr positiv, eine positive Natur habe und nur mit Freude arbeiten kann, dass im Grunde genommen die Frage des Materials für mich hierarchisch nicht erstrangig ist, sondern dass Hierarchie da oben ist in die städtebauliche Antwort in Zusammenhang mit einem Programm. Das ist die hierarchisch da oben. Und diese Entscheidungen werden auf künstlerischer Ebene gefällt, aber ebenso und gleichwertig als politisch engagierter Mensch. Und wenn Sie keine Ansicht zum Leben haben oder politisch nicht engagiert sind, werden Sie keine mögliche Schönheit erzeugen können. Weil Schönheit ist nicht konsumierbar wie ein Stück Torte. Und alles, was mich motiviert, ist die Schönheit. Und da denke ich immer wieder, ah, das möchte ich auch können, das möchte ich auch können und so weiter. Das heißt, ich habe eine Vorstellung, einen Städtebau, eine innere Raumstruktur mit der äußeren in Zusammenhang kommt und umgekehrt. Und ich habe dann ein Budget. Und wenn ich vom Bauherrn aus dem Budget entsprechend Materialien wählen kann, und das sind nicht viele, das sind immer ein paar, dann ist das für mich gleich schön wie das andere. Das heißt, das muss entstehen, das muss zuerst entstehen, und die Idee ist bei mir nicht über das Material konstituiert, sondern über die städtebauliche Geschichte und die Struktur vom Raumprogramm. Und Sie müssen mal, wenn Sie eine Idee haben, ist die klein und ohne Ausarbeitung der Variationsmöglichkeiten oder Varianten. Und dann, wenn Sie hineingehen in die Idee und die ausarbeiten, ist das ähnlich wie eine Romanfigur, die vom Schriftsteller festgelegt wurde, dann bekommt sie ein eigenes Leben, er kennt noch nicht jeden Charakterzug und dann muss er in der Geschichte, die sich da abspielt, diese Romanfigur ab und zu neue Charakterzüge oder diesen Charakterzug einfügen. Und wir müssen dauernd in Kommunikation mit unserem Plan in Verbindung sein. Und je mehr auf diesem Plan steht, desto mehr spricht er zu Ihnen. Und da müssen Sie relativ, wichtig für mich ist, dass Sie relativ zwei Dinge gleich anwenden. Dass die Freude oder das Verliebtsein oder was auch immer in Ihrem Plan und eine unglaubliche Distanziertheit, die sie nicht zum Sklaven von ihrem Plan macht, sondern dass sie den wieder von Distanz anschauen können und sagen, wart, du musst dorthin gehen oder er drängt dich dorthin und so weiter. Das ist ein gegenseitiges Ding mit der Zeit und wenn der Plan eben weit fortgeschritten ist, sind sie nicht mehr frei. Sie müssen mit ihm kommunizieren, mit ihrer eigenen Idee kommunizieren. Und das ist das Wichtige und dann entdecken Sie immer mehr natürlich, je weiter das ausgearbeitet wird, entdecken Sie immer Wege, wohin Sie gehen. Und im Regelfall, wenn Sie nicht einfach eine Ideologie haben oder ein Muster, wie man baut, wenn man offen ist für sich, weil man jedes Jahr ein wenig anders ist, oder, dann werden Dinge entstehen, die Sie vielleicht vor 2 Jahren noch gar nicht
hätte machen oder Materialien wählen können, weil sie gar noch nicht so gelassen waren, zum Beispiel. Und plötzlich ist es ihnen fähig, mit diesem Material ebenso etwas Schönes zu machen. Und vor 2 Jahren haben sie dieses Material unter Umständen total abgelehnt. Und so offen müssen sie bleiben. Und nach oben haben wir ja keine Begrenzung. Nach oben ist die Welt offen. Und sie können nur immer wieder stückweise an etwas, was ihre Vorstellung ist, diese nur stückweise erreichen. Wenn sie das zu 100% erreichen, dann ist ihre Welt beschränkt oder sie essen nur noch irgendwo an der Sonne gute Bistecas, weil sie es erreicht haben und das Motiv ist weg. Nicht? Dass man etwas eben nicht zu 100% erreicht, das ist so die Triebfeder. Aber das ist auch die Natur der Dinge. Und ich kenne kein absolutes Meisterwerk. Ich kenne nur wunderbare Meisterwerke. Also, ist nicht gerade über das Material gesprochen, aber ich nehme jedes Material, das Sie mir geben würden, und würde sagen, ja, mal schauen, vielleicht eröffnet sich etwas. Ich wäre da ganz offen und ich würde eben auch das immer mit der bildenden Kunst vergleichen. Und Sie müssen auch unsere Situation zwingend, Sie können Malerei oder Bildhauerei nehmen. Sie müssen das zum Beispiel mit einer Skulptur von Alberto Giacometti. Er hätte auch traurig sein können, dass er der Sinnlichkeit vom Körper im Detail gar nicht darstellen konnte. Er hatte das Ereignis im Gesicht, das Motiv, und im Körper hatte er im Unterschied zu Josephson bei seinem Hauptmodell, die einen sinnlichen Körper hatte, hatte er kein richtiges Motiv. Und dann hat er diesen wunderbaren Fuß erfunden, wo er diese Figur einleitet, hat in den Museen, in der Geschichte, hat alles gekannt. Da wusste er, es gibt so etruskische Figuren, die so einen zusammengenommenen Körper haben. Und dann hat er diese wunderbaren Skulpturen gemacht. Und wenn ich da ein Stück rausschneide, ist dieses kleine Stück von dieser Skulptur ein großer Unterschied zu einer Skulptur, zum Beispiel der Archaik von den Griechen. Weil dort so ein Knie oder ein Oberschenkel an sich noch im Fragment noch ein Stück Substanz hat oder etwas gibt. Und das ist unsere neue Zeit. In der Kunst können wir dasselbe Niveau erreichen, aber wir sind viel verletzlicher geworden. Viel verletzlicher, sage ich. Aber wir können nicht wenig Kunst oder Anteile an Kunst erzeugen. So we've heard you speak of proportion before. But tonight, for some reason, you didn't really mention it as much. And I was just wondering if you could tell us what role it plays in your work. Ja, das tue ich gerne. Oder ich habe ja irgendwie, ich kann ja bis morgen sprechen, oder? Weil ich schon sehr viel Erfahrung habe da, oder? Und wenn man in einer Stunde Dinge erzählen muss, habe ich jetzt gerne so über diese Sinnlichen und zum Beispiel über Pfeiler und Säule, einfach so, was man in einer Stunde ihnen mitteilen kann. Für mich waren Proportionen, es geht ja nachher um Maße, aber für mich waren die Maße und sind die Maße immer noch, wie damals, als ich jung war, ein wichtiger Bestandteil, um der Idee der Zeichnung substanziellen, unzerstörbaren Gehalt zu geben. Meinen Entwürfen, die haben eine Grundstabilität, die nicht zerstört werden kann auf der Baustelle. Zum Beispiel, wenn der Polier Liebeskummer hat und mal etwas so ein bisschen verkehrt betoniert oder so. Weil die Proportionen, die sind prinzipiell, geben dem Haus eine Stabilität und sind hierarchisch
weit über der Frage von Ihnen wegen Material stehend. Und das System, welche Proportionssysteme Sie brauchen, um Ihr Projekt in Zahlen zu schreiben, weil Sie es nicht selber ausführen können, oder? Wie der Bildhauer oder der Mal. Das ist offen. Sie müssen ja selbst entscheiden, wie das alles gut ist. Oder ist ein Hilfsmittel? Sie können exakte Verhältnisse oder Zahlen schreiben auf den Plänen. Und wenn Sie diese Grundstabilität haben, ist das Haus oder das Gebäude oder der Stadtraum immer gut. Ob er mit dem sehr einfachen Material richtig, das ist wichtig, richtig gebaut wird, oder ob das Material sehr teuer ist. Die tragischsten Gebäude für mich sind die, die schlechte Maße haben und das vertuschen wollen mit ungeheuren Applikationen von teuren Materialien. Die Häuser, mit den Häusern habe ich Erbarmen. Oder? Weil das ist hierarchisch viel, viel höherstehend, das Maß. Also es gibt die Idee Städtebau, haben wir darüber gesprochen, dann gibt es die Maßgebung. Und bei der Maßgebung spricht Ihnen niemand hinein. Also der Totalunternehmer, der lässt Sie arbeiten an dem Maß, ein bisschen höher, ein bisschen tiefer und so weiter. Das kostet ihn nichts. Und mit dem erreichen Sie die Hauptstabilität vom Gebäude in der Realität. Und darum empfehle ich, dass Sie sich mit diesen Maßen auseinandersetzen und versuchen, das zu realisieren, weil im Grunde genommen funktioniert unser Beruf. Ich kenne eben kein schönes Wort in Deutsch über die Leere und nicht über das Volle. Das ist ja das Verrückte an unserem Beruf, dass wir immer Leere zeichnen. Also eine sogenannte Straße, oder das ist zuerst mal leer gedacht, zwischen zwei vertikalen Elementen. Die können die Leere dazwischen, die kann eine wunderbare, so fast elektrische Spannung haben. Also die Luft, man empfindet das. Die ist komplett anders als da. Oder sie kann normal sein, sagen wir. Und die zwei Elemente, die kosten ja gleich viel, wenn das Maß zwischen diesen Elementen, die Leere, nicht gespannt ist, dann ist das eben ein weniger, da hat das Haus weniger Kunstanteil. Und das ist das Verrückte, dass dieser Raum eben leer ist, oder? Also wir denken, da machen Boden, Wände und so, aber eigentlich geht es immer um diese Leere. Zwischen den Elementen im Städtebau und in den Räumen selbst. Und die Stabilität untereinander, um die Leere eben in Spannung zu versetzen, so wie sie den Grad bestimmen, bestimmen Sie, indem Sie den materiellen Elementen und der Leere zueinander bezogene Maße geben, die etwas bedeuten für Sie. Und Sie müssen ja eben so viele Skizzen messen und dann das umsetzen in Maßen. Und wenn Sie mit einem Proportionssystem arbeiten, können Sie vom Strich, der ungenau ist, zum Beispiel eben so links oder rechts eine Annäherung machen und dann in der Mitte, bei unserem System, dann in der Mitte nochmals, bis es dort ist, wo die Spannung ist. Und das Trügerische an der Skizze ist ja, dass sie von präzisen orthogonalen, also 90 Grad Winkel abweicht. Und manchmal, das stelle ich es bei mir fest, tue ich den Strich unten bei der Fassade so ein bisschen reinziehen oder nach außen stellen, damit die Gesamtspannung der Fassade stärker wird. Und das können Sie nicht bauen, weil Sie eben manuell bauen, oder? Und das müssen Sie dann durch eine lange Arbeit, die vergleichbar ist mit jeder anderen langen Arbeit, müssen Sie einfach herausfinden, wo diese Maße zueinander liegen, damit die Spannung der Skizze erhalten werden kann. Und das ist Arbeit. Da brauchen wir auch bei uns sehr viel Zeit. Und
weil ich im Studium gescheitert bin, die Skizze nicht zeichnen konnte, habe ich dann mich mit Proportionen auseinandergesetzt und habe dann so ein Maßsystem gefunden, das letztendlich in einfachen geometrischen Figuren das Triangulum, das gleichseitige Dreieck eingeschrieben im Quadrat, die Höhe, und den goldenen Schnitt als Hauptverhältnis in sich vereinigt. Und dann entstehen daraus Achtel, Sechzehntel und so weiter, 32. Und die Leute fragen mich immer, was es mit Musik zu tun hat. Und ich sage, nein, das hat mit Musik nichts zu tun, sondern das ist einfach das, was ich gefunden habe. Und das Triangulum ist sehr nahe bei 7/8, ein paar Tausendstel, und der goldene Schnitt ist sehr nahe bei 5/8. Und weil ich diese Diskussion von diesen Untersuchungen, manchmal Triangulum, manchmal das und so weiter, vereint in einer einfachen Figur, das habe ich gesagt, ich arbeite mit dem, und mit den Mitarbeitern wird abgemacht, dass von einer Grundausgangslage nur durch gerade Zahlen geteilt werden darf. Das ist die Folge 8, 16 und 2. Immer halbieren, halbieren, bis man zu denen, und nie 3 und 5. Und der Computer liebt es, wenn er das genau bekommt. Und nicht so empirisch, ein bisschen so und so. Der hat gerne präzise Zahlen. Ist ein Hilfsmittel, ein sehr gutes Hilfsmittel. Nein, ich meine die Maße, Entschuldigung. Die Proportion und die Maße. Computer kann auch ein Hilfsmittel sein, ja. Peter, thank you very much. Vielen Dank auch für die Übersetzung. War es hart? Thank you very much for a great lecture. Thank you very much to our translator in San Francisco. Thank you. As you can tell, this conversation can go on for quite some time. I think Peter just mentioned the word computer at the very end, and the relationship between the hand drawing and the computer could be, of course, the subject of a much longer discourse and discussion. But what I hope has been made clear is the way in which the way in which Peter works is really very, very different than so many other experiences that that we see today. And his relationship just to the drawing, the thickness of the pencil, the relationship between the body and the drawing itself that really produces the final outcome is all part of a longer kind of conversation around this question of precision and clarity and the way in which the ambiguity of the line itself is actually part of the procedures of sort of thinking and revealing. And there's a lot more about history and his love of the Romanesque and things like that, but hopefully he'll come back and he'll spend more time with all of us and discuss these things. Really, thank you all very much, and I hope that you found the conversation productive. Thank you, Peter, for everything. Thank you.